Dies ist eine uralte Geschichte. Eine Geschichte, die jeden Tag wieder passiert. Eine Geschichte, die unseren Eltern passiert ist. Und deren Eltern. Und deren Eltern. Es ist die Geschichte eines Kindes. Dieses Kind hat Eltern, die es sehr lieben. Und trotzdem sagen sie Sätze. Sätze wie: Also mir hat das früher auch nicht geschadet. Also mir hat das früher auch nicht geschadet. Du musst aufessen. Du musst aufessen. Dafür bist du zu klein, zu groß, zu dünn. Du bist zu dick, um Kleider zu tragen. Das sieht nicht gut aus an dir. Du bist schön, so wie du bist. Ich bin traurig, weil du mir kein Küsschen geben willst. Dafür bist du nicht gemacht. Dafür bist du nicht gemacht. Dieses Kind ist nun erwachsen. Doch was verbindet es noch mit der Kindheit? Den liebsten Teddybären aus dem Kinderzimmer? Bilder und Fotos? Den Traumfänger und das Geschichtenbuch, aus dem Papa vorlas, bevor man einschlief? Die Lieblingsschuhe aus der Rebellenphase? Oder doch das Armband, welches Mama zu Weihnachten schenkte. Jedes Kind hat seinen eigenen Rucksack zu tragen. Schwere Momente möchte man am liebsten vergessen. Tolle Erfahrungen für immer im Kopf behalten. Und die Sätze sind immer noch da. Sie haben Einfluss auf den Weg, den wir gehen. Sie führen zu dem, was wir tun und zu dem, was wir nicht tun können. Sie führen dazu, was wir anziehen oder was wir uns nicht trauen anzuziehen. Dazu, ob wir auf andere hinauf- oder hinabschauen. Ob wir offen sind für Neues und für andere Ansichten. Diese Dinge werden immer weitergegeben, von Generation zu Generation. Bis wir es schaffen, sie abzulegen, damit wir sie nicht übertragen. Weder an unsere Kinder, noch an die Kinder, die wir als Erzieher und Erzieherinnen betreuen. Wir blicken in unsere Vergangenheit, um die Zukunft zu verändern. Denn wir haben ein gemeinsames Ziel. Du kannst alles sein, was du möchtest. Du bist wertvoll. Du bist genug. Du bist einzigartig. Du bist nicht für das Glück anderer verantwortlich. Du musst dir deine Liebe nicht verdienen. Du kannst das. Du bist schön, so wie du bist. Du bist frei, deinen Weg selbst zu finden. Auch du kannst etwas verändern.